Ich habe wieder 7 Spiele mitgebracht, die ich in den letzten Tagen und Wochen gespielt habe. Die möchte ich euch vorstellen. Auf geht's. Im Juli ist es das Spiel des Jahres 2024 geworden. Und bis dato hatte ich Sky Team noch nie gespielt. Jetzt habe ich es nachgeholt. Ich habe es allerdings auch nur online gespielt, auf Board Game Arena. Dafür aber auch, ja, wirklich mittlerweile, ich glaube, 10 Partien oder so haben wir gespielt. Und ich möchte meinen Senf jetzt auch nochmal zu Sky Team abgeben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht ganz, warum das Spiel des Jahres geworden ist. Also, ja, ihr wisst ja, kooperative Spiele sind bei mir sowieso so ein bisschen, ja, schwierig, sag ich mal. Ich finde kooperative Spiele per se nicht schlecht, aber ich habe einfach nicht so die Gruppen, um kooperative Spiele zu spielen. Und ja, ich spiele einfach lieber ein bisschen kompetitiver. Sky Team ist ja nun mal ein kooperatives Spiel. Einer spielt den Piloten, einer spielt den Co-Piloten. Und dann geht es darum, dass wir 4 Würfel haben. Die müssen wir auf verschiedene Felder einsetzen, je nachdem, welche Rolle wir spielen. Da geht es dann darum, dass wir die Triebwerke starten oder regulieren. Da geht es darum, dass wir die Neigung regulieren. Da geht es darum, dass wir den Tower anfunken, um die Landebahnen frei zu machen. Da müssen wir Landeklappen ausfahren, wir müssen das Fahrwerk ausfahren, wir können ja so Kaffeepausen machen, um neu zu würfeln und so weiter und so fort. Also wir haben verschiedene Slots, in denen wir unsere Würfel einsetzen müssen. Und ja, es ist wieder so ein kooperatives Spiel, bei dem man nicht reden darf. Das finde ich irgendwie, also man darf reden, aber es gibt Phasen, in denen man nicht reden darf. Und das finde ich auch irgendwie, ja, weiß ich nicht. Das mag ich einfach nicht so gerne, dieses Nicht-Kommunizieren. Denn wenn ich kooperativ spiele, dann spiele ich ja gerade, um mich mit den Leuten zu unterhalten und ein bisschen Interaktion mit denen zu haben und mich ja irgendwie mit denen zu verstehen. Und ja, gut, man kann irgendwie besprechen, auf was man gehen möchte, aber im Grunde genommen ist bei Sky Team dann ja schon relativ klar, wie es läuft. Ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich nur diese erste Grundstrecke gespielt, also alles, was danach kommt mit irgendwelchen Zusatzsachen, das kenne ich auch alles gar nicht, sondern ich kenne wirklich nur diese Vanilla-Variante mit diesem ersten Flug. Aber ja, ich weiß nicht. Irgendwie, es hat mich irgendwie nicht gecatcht. Also es ist ja ganz nett, dass man dann irgendwie seinen Würfel auf die 5 legt und um dem anderen anzuzeigen, ja, guck mal, ich habe so einen hohen Würfel, also musst du jetzt irgendwie niedrigen Würfel da hinlegen, damit wir irgendwie nicht crashen. Oder ne, also es gibt da schon so ein paar Sachen, da kann man sich schon blind verstehen, das kann man auch im Vorfeld absprechen. Aber dann erinnert das mich irgendwie so voll an dieses Under Falling Skies, hieß das, glaube ich. Ne? Das war so ein Solospiel, wo man auch irgendwie die ganze Zeit Würfel eingesetzt hat und irgendwelche Slots. Das ist irgendwie so ähnlich und das mochte ich damals auch schon nicht so gerne. Es kommt irgendwie kein Spaß auf, also bei mir zumindest. Und ich finde es auch überhaupt nicht immersiv oder überhaupt nicht thematisch. So dieses, ja, wir fliegen irgendwo hin, aber ja, ich setze aber meinen Slot einfach nur in so einen Slot ein und da ist so ein ganz kleines Symbol. Und dann muss ich halt irgendwas machen. Also da muss ich halt entweder Flugzeuge wegschieben oder irgendwie den Winkel ändern. Aber das hat doch nichts mit Fliegen zu tun. Also weiß ich nicht. Das ist natürlich ziemlich schwierig, das zu simulieren. Aber ja, kommt bei mir überhaupt nicht rüber, das Thema. Ich bin tatsächlich kein Fan von Sky Team. Dann möchte ich euch natürlich nochmal von Hitstar Bingo erzählen. Ich weiß, ich habe schon relativ viel hier auf meinem Kanal zu Hitstar Bingo gemacht. Aber ich werde ihm einfach nicht müde, vor allen Dingen, weil ich jetzt letztens das Video vom Dude gesehen habe, der das in seinem Plausch auf der Couch auch ja, berichtet hat, wie er das Spiel findet. Ich hatte ja vorher schon gesagt, dass ich das wirklich sehr gut finde. Ich mag Hitstar Bingo wirklich, weil man dieses parallele Spielen hat, dieses parallele Raten. Das finde ich ist einfach so ein das ist so ein Next-Level-Hitstar. Natürlich hat das Spiel auch ja, seine Schwächen, man muss ein bisschen Hausregeln und so, das ist okay. Aber weil ihm das überhaupt gar nicht gefallen hat, ja, wollte ich einfach mal vielleicht einfach mal an dieser Stelle auf diese negativen Punkte eingehen und ja, erzählen, warum mir das relativ egal ist, warum diese Punkte ja vielleicht irgendwie stören könnten oder also warum sie mich nicht stören. Klar, diese Plastikkugel, die wir haben, also ne, bei Hitstar Bingo ist es so, wir haben so eine Disco-Kugel, die drehen wir, dann kommt eine Kategorie und dann müssen wir in dieser Kategorie irgendwie was raten, je nachdem. Ne? Also wir haben diese Hitstar-Karten mit der Musik und dann müssen wir entweder den Interpret von dem Titel sagen oder wir müssen den Titel sagen oder wir müssen das Jahr schätzen und so weiter. Aber es geht nicht mehr darum, dass jeder seine eigene Zeitreihe hat, sondern es geht darum, dass wir Kreuze auf unserem Bingo-Blatt machen. Und wer jetzt erst Bingo hat, der ruft Bingo und hat gewonnen. Und ja, diese Disco-Kugel,
die dreht man ja, aber die finde ich eigentlich echt kurz cool. Also klar, es ist Plastik, aber wie teuer soll man das Spiel machen? Wenn du da jetzt so eine hochwertige Whatever-Kugel reinmachst, dann, sorry, aber dann muss man das halt über 40, 50 Euro verkaufen und das geht halt nicht. Dann kommt das auch einfach nicht mehr an und dann erfüllt das auch nicht mehr seinen Zweck. Deswegen finde ich diese kleine Plastik-Disco-Kugel, die tatsächlich zwei unterschiedliche Funktionen hat, die nämlich einen Timer hat und mit bunt blinkt und die so ein Licht hat, wenn man sie dann doll genug dreht, das finde ich mega. Also ich finde es okay, muss ich sagen, für den Preis völlig in Ordnung. Dann hatte er noch gesagt, dass das irgendwie immer zwischen zwei Kategorien hängen bleibt. Ach, come on. Also es ist doch, also das ist so selten, dass das genau in der Mitte bleibt. Und wenn, der DJ, der soll sich dann einfach eine Kategorie aussuchen. Oder also darum geht es doch bei dem Game auch nicht, dass man irgendwie so das perfekt ausbalancierte Ding hat, sodass jede Kategorie immer gleich oft kommt und so. Darum geht es doch nicht. Es geht bei dem Spiel doch um Spaß und um dieses sich ein bisschen betteln im Musikwissen und so. Also ja, deswegen, das finde ich auch nicht so schlimm. Was ich auch schon gesagt habe, die A-Seite, ja, die finde ich auch ein bisschen lame. Und die B-Seite ist manchmal ein bisschen schwierig. Da ist es halt dann auch so ein bisschen dieses, ja, wenn eine Kategorie zu oft kommt, dann hat man das vielleicht schon voll. Und ja, das muss man alles ein bisschen hausrulen. Das muss man auch alles nicht so eng sehen. Und die Songs sind halt so ein bisschen B-Seite-Songs, habe ich so das Gefühl. Aber ihr könnt halt auch alle geilen Party-Songs aus Guilty Pleasure oder Summer Hits oder whatever damit reinbringen und das mit denen spielen, wenn ihr da auch vielleicht ein bisschen fitter seid von den Jahren oder von den Interpreten und von den Liedern, überhaupt kein Ding. Also mir gefällt es wirklich sehr gut und dieser Vorteil, dass alle gleichzeitig was machen können, das ist einfach so herausragend. Also dafür nehme ich halt so ein paar Sachen in Kauf, so ein paar, ja, ungeschliffene. Es hat so ein bisschen ungeschliffener Rohdiamant, muss ich sagen. Aber mir gefällt es wirklich sehr gut. Ich spiele es sehr gerne Hitstar Bingo. Dann habe ich das ein oder andere Mal jetzt ein kleines Partygame namens Medium gespielt. Medium ist ein Spiel, das gibt es auf dem amerikanischen Markt wohl schon sehr lange. Aber jetzt haben Perdix-Spiele sich ein Herz gefasst und bringen das Ganze auf Deutsch heraus. Das sind die Macher von What the Rule. Die sind auch dieses Jahr wieder in Essen dabei. Müsst mal schauen. Ich glaube, es gibt so Content-Creator-Regeln. Müsst ihr mal schauen. Ich habe da auch eine Regel beigesteuert. Mal sehen, wie ihr die findet. Ich werde nicht spoilern, aber schaut auf jeden Fall mal beim Stand von Perdix-Spiele vorbei. Da ist dann, sind die Content-Creator-Rules, glaube ich, zu haben. Oder ich weiß nicht, wie sie das genau machen, aber schaut da mal vorbei. Medium. Bei Medium geht es darum, dass wir uns, ja, also es ist ein kooperatives Spiel und man kommuniziert nicht. Und jetzt widerspreche ich mich vielleicht, weil ich das bei Sky-Team nicht so geil finde. Aber hier ist es halt, ja, quasi Inhalt des Spiels oder es ist ein bisschen auch Thema des Spiels. Es geht darum, dass wir uns gedanklich verständigen. Es ist so, dass jeder, ja, Wortkarten auf der Hand hat. Dann spielt man immer mit dem links von einem im Team und mit dem rechts von einem im Team, je nachdem, wer gerade dran ist. Also ich sammle mit meinem linken Teampartner Punkte und mit meinem rechten Teampartner Punkte und ich kann mit meinem rechten Teampartner gewinnen oder mit meinem linken Teampartner oder ich habe feste Teams, je nachdem, wie ihr das spielen wollt. Das ist auch alles nicht so, nagelt mich nicht fest auf solche Regeln. Das ist bei solchen Spielen auch nicht wichtig. Und dann geht es darum, ich lege eine Karte und sage das Wort laut. Also zum Beispiel, das habe ich in meinem Short ja einmal gesagt, das Beispiel Baum. So, dann legt mein Teampartner, sucht sich auch eine Karte aus und er sagt Feuerwehr. Und dann müssen wir uns ein bisschen verständigen, halt ohne Worte, ein bisschen gucken, okay, hast du was? Und dann sagt einer 3, 2, 1 und dann müssen beide gleichzeitig ein Wort sagen und das muss möglichst das gleiche Wort sein. Das heißt, man versucht irgendwie ein Wort zu finden, was diese beiden Worte verbindet, was möglichst eindeutig ist. Und jetzt in diesem Fall hätte ich halt Katze gesagt, irgendwie bei Feuerwehr und Baum. Die Feuerwehr kommt immer, um auf den Bäumen Katzen zu retten. Und wenn wir beide das gesagt haben, das ist tatsächlich ein Beispiel, was wir hatten und das hat auch geklappt und wir haben es beide gesagt, dann kriegt man Punkte. Falls das nicht der Fall ist, also falls man es nicht geschafft hat, dann hat man noch einen zweiten Rateversuch, aber dann ist die Basis sind dann die beiden Wörter, die man eben gerade gesagt hat und nicht mehr die beiden Wörter, die man gelegt hat. Ja, und das kann man dann bis zu dreimal machen, um noch Punkte zu machen. Das macht man dann so lange, bis man eine bestimmte Anzahl von Karten irgendwie durchgespielt hat und wer am Ende die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Also wirklich ein sehr lustiges Game. Ja, das könnt ihr bestimmt auch irgendwie auf der Messe dann anspielen oder ja, zockt das irgendwo mal irgendeinem Spielecafé oder so, im Würfel und Zucker vielleicht, die haben das vielleicht auch. Müsst ihr mal schauen, ist auf jeden Fall
sehenswert oder ist auf jeden Fall ein Blick wert. Dann kommen wir schon wieder zu einem Spiel, was ja so ein bisschen gehypt wird und was auch wieder überhaupt nicht mein Geschmack ist. Es ist schon wieder ein kooperatives Spiel. Es ist irgendwie die kooperativ gespielt Folge, obwohl wir gleich auch noch so ein paar nicht kooperative Spiele haben. Es geht um The Gang. The Gang ist ein kooperatives Pokerspiel. Wir haben zwei Handkarten, wir spielen Texas Hold'em. Wir haben zwei Handkarten und es wird dann der Flop aufgedeckt, es wird ein Turn aufgedeckt und es wird der River aufgedeckt. Aber wir müssen immer nach jeder Setzrunde, wie wir das normalen Pokern wäre, müssen wir uns immer Chips aus der Mitte nehmen, die quasi anzeigen, wie stark unsere Hand ist. Und am Ende wollen wir dann bei der letzten Runde wollen wir dann von den roten Chips, die dann für die letzte Runde stehen, wollen wir quasi die richtige Reihenfolge genommen haben, sodass derjenige, der den Einer-Chip hat, der hat das schwächste Blatt, der den Zweier-Chip hat, das nächst schwache Blatt und so weiter und so fort. Und wenn wir dann Fehler machen, dann haben wir es halt nicht geschafft. Und wenn wir das richtig hatten, dann haben wir irgendwie einen Schatz geklaut oder so. Also wir können also Fehlkarten aufdecken oder Gewinnkarten. Und wenn das dann irgendwie zu einfach war, weil das schwankt tatsächlich ziemlich stark, auch je nachdem, mit wie vielen Leuten ihr das spielt, mit wenig Personen ist es halt super einfach, mit sehr vielen Personen ist es halt super schwer. Und dann gibt es so Karten, die ihr zusätzlich aufdecken könnt, die euch dann entweder einen Bonus bringen oder irgendwie noch einen Malus, dass das dann irgendwie so ein bisschen erschwert, irgendwie, keine Ahnung, ja. Und ich finde es richtig scheiße, muss ich sagen. Also was heißt richtig scheiße? Das Spiel an sich ist eigentlich ganz cool. Der Mechanismus und so, das funktioniert alles. Aber warum zur Hölle mussten sie das in einem Poker-Setting machen? Also Poker lebt ja davon, dass ich kompetitiv bin, dass ich meine Gegner versuche zu lesen, dass ich bluffe, dass ich bestimmte Sachen setze, dass so dieses Setzen von Runde zu Runde, dass ich kann checken, ich kann bieten, ich kann overbetten, ich kann alles Mögliche machen beim Pokern, um meine Gegner zu verunsichern, um ein bisschen Zweifel zu sehen oder ich kann meine starke Hand irgendwie unterspielen oder was weiß ich. Also ich kann so viele Dinge beim Pokern machen, um meine Gegner irgendwie zu locken oder irgendwie auszuspielen. Und all das tut man hier halt nicht. Sondern es geht darum, dass wir harmonisch, gemeinsam irgendwie entscheiden ich für mich quasi entscheide, wie stark meine Hand ist. Weiß ich nicht. Also das irgendwie, warum? Ja, vom Material her, die Karten sind dünn, das Spiel ist wahrscheinlich auch nicht teuer, ich habe es nur mitgespielt. Und die Pokerchips, schon nett, dass da Pokerchips dabei sind, aber es sind nicht die richtigen Pokerchips, also die schweren Pokerchips, sondern es sind so ganz leichte Pokerchips. Es fühlt sich halt nicht wie richtig beim Pokern an, sag ich mal. Ich bin natürlich auch ein bisschen Pokersnob, muss man sagen, wurde mir schon nachgesagt, aber ja, ist halt so. Ja, und dann gibt es noch das Problem, dass ich nicht genau weiß, wie ich das spielen soll. Also spiele ich das irgendwie auf Wahrscheinlichkeiten oder spiele ich das auf hart? Wie gut ist mein Blatt jetzt gerade? Also ich denke halt immer, ich könnte auch auf Outs spielen. Also habe ich irgendwie einen Open-Ended Flush-Draw, Straight-Draw, oder ich habe zusätzlich noch einen Flush-Draw, dann habe ich halt extrem viele Outs und würde meine Hand als extrem stark einschätzen. Habe ich aber, keine Ahnung, nur ein Overpair und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass jemand anders ein anderes Overpair hat, dann schätze ich das halt nicht so stark ein. Also ich weiß nicht, das kann ich halt schlecht beschreiben, aber soll ich immer meine Hand, wie sie jetzt ist, einschätzen? Weil das mache ich beim Pokern ja gerade nicht, sondern ich gehe ja auf Pot-Odds und ich gehe auf Outs und so, wenn ich Geld in die Mitte schiebe. Oder gehe ich halt auf Wahrscheinlichkeiten und gucke halt, wie wahrscheinlich ist es, meine Hand zu verbessern, wie wahrscheinlich ist es, meine Gegner zu schlagen. Ja, das finde ich irgendwie ganz schwierig. Aus diesen verschiedensten Gründen gefällt mir das Spiel halt irgendwie leider nicht so gut. Das waren die ersten 4 Spiele in meinem Gespielt für heute und an dieser Stelle ein kleiner Aufruf. Ich würde mich natürlich über eure Unterstützung freuen und diese Unterstützung könnt ihr ausdrücken, indem ihr mir einen Daumen nach oben gebt, indem ihr ein Abo dalasst. Macht auf jeden Fall die Glocke an, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr und gebt gerne Feedback auf meine Videos.
sagt, was ihr so gespielt habt. Das würde mich interessieren, wie ihr die Spiele so findet, die ich hier vorgeschlagen habe und natürlich auch, wie ihr meine Videos findet. Auch gerne Kritik. Ich lese das wirklich sehr gerne, nehme mir das zu Herzen und versuche dann natürlich auch an meinen Videos zu arbeiten. Ich freue mich über eure Unterstützung und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Spiel. Dann kommen wir zu einem recht fluffigen Spiel und zwar Dungeon Designer. Dungeon Designer ist das Neueste aus dem Roleplayer-Universum. Da gibt es ja der Kartograf, dann gibt es Roleplayer an sich. Ich weiß gar nicht, ob es da noch ein weiteres Spiel gibt aus diesem Roleplayer-Universum. Das Roleplay habe ich nie gespielt, aber ich habe jetzt Dungeon Designer gespielt und es ist ein wirklich fluffiges Drafting-Game. Ich würde es ein bisschen vergleichen mit Imperial Miners, aber irgendwie besser. Bei Dungeon Designer versuchen wir, uns einen Dungeon aufzubauen. Wir haben so kleine Karten, auf denen so Wege, quasi in so einem Dungeon, also Gefängnis oder was ist das, zu sehen sind. Und wir haben so einen Eingang und wir haben einen Ausgang und wir müssen dann ja uns so einen Weg durch unseren Dungeon bahnen. Also wir haben immer vier Karten, die wir aneinander legen und dann wieder vier Karten und dann wieder vier Karten und wieder vier Karten, also quasi 16 Karten, die wir hinlegen, bis unser Dungeon fertig ist. Und dann wollen wir verschiedene Aufgaben erfüllen. Wir ziehen während des Spiels Aufgaben, ja, dass wir bestimmte Anzahl von Gegnern oder bestimmte Raumtypen irgendwo haben wollen. Wir wollen bestimmte Fallen irgendwo haben. Dann können wir immer noch in einer bestimmten Phase unseren Dungeon irgendwie verbessern, indem wir neue Fallen kaufen. Wir können noch so Geheimwege kaufen und so. Und dann muss man halt schauen, was braucht man selber, weil es halt ein Drafting-Game ist. Also wir haben immer Karten auf der Hand, ziehen eine Karte und geben den Rest weiter. Im Zweispielerspiel müssen wir auch immer noch eine Karte ablegen. Ja, müssen dann gucken, was will ich meinem Gegner überlassen? Was brauche ich selber? Und ich habe irgendwie festgestellt, es ist gerade zu zweit irgendwie cool, weil klar, wenn ich das zu dritt oder zu viert spiele, dann habe ich gar nicht so einen großen Einfluss darauf, was meine Gegner bekommen können. Also dann ist dieser Einflussfaktor, dieses Hate-Drafting, was man bei solchen Spielen ganz gut machen kann, sehr gering. Dann ist es auch manchmal ein bisschen Glück, was ich bekomme. Dann ist das so ein bisschen mehr random, ein bisschen mehr belanglos, was man so weitergibt. Aber zu zweit hat man tatsächlich ziemlich hohen Einfluss auch darauf. Da kann man den anderen schon echt ein bisschen ärgern und dann dem vielleicht auch seinen kompletten Dungeon verbauen, dass er irgendwie den Eingang nicht mehr verbunden bekommt oder den Ausgang verbunden bekommt und so. Ja, das finde ich ziemlich cool. Also spielt sich super schnell runter. Ich habe auch noch ein Detailvideo gemacht. Verlinke ich euch gerne nochmal hier oben. Dann könnt ihr nochmal auch Regeln euch angucken und dann auch noch mein ausführliches Fazit euch einmal anschauen. Ja, interessantes, solides Drafting-Game, muss man sagen. Und jetzt wird es tatsächlich ein bisschen peinlich, denn ich habe noch nie zuvor Catan gespielt und jetzt war es soweit. Ich habe Catan Energien gespielt und ich dachte mir, das ist der richtige Zeitpunkt, um mit Catan anzufangen. Natürlich kannte ich die Regeln von Catan. Ich habe früher auch als kleiner Bub schon das ab und zu mal auch bei anderen Leuten ja zugeguckt, wie sie das gespielt haben, als ich mich für sowas noch nicht interessiert habe, im Grunde genommen. Und ich habe sehr viel von gehört. Man kriegt halt vieles mit, aber jetzt mit Catan Energien habe ich meine ersten Catan-Erfahrungen quasi selbst gemacht. Und es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte. Es ist ein typisches Catan, so wie man es eigentlich kennt. Wir würfeln, wir belegen Felder und wir versuchen dann Rohstoffe zu handeln. That's it. Bei Catan-Energien gibt es natürlich noch so ein paar Neuerungen. Also wir wollen dort Kraftwerke bauen, entweder grüne Kraftwerke oder braune Kraftwerke. Wir wollen da die Umwelt schützen, also wir wollen den CO2-Ausstoß so ein bisschen kontrollieren, weil sonst so Katastrophen ausbrechen, die kann man dann aus einem Beutel ziehen und so. Das ist ziemlich cool, muss man sagen. Ist auch so ein kleiner Catch-up-Mechanismus mit drin. Für die Leute, die zu viel braune Kraftwerke am Anfang bauen und irgendwie so ein bisschen vorpreschen. Und ja, es ist aber so dieses, ich verstehe voll, warum Catan so ein Hit geworden ist. Ich finde, diese Spielmechanik ist schon irgendwie genial, muss man sagen. Es ist schon, das hat was, dieses, alleine dieses Würfeln, dieses Hoffen, dass meine Zahl kommt, das ist ja so ein bisschen dieses auch was, wie es bei Space Base ist, glaube ich, so, ich baue mir irgendwelchen Kram an irgendwelche Nummern und wenn die gewürfelt werden, dann habe ich was davon, das ist ja hier genauso. Aber es läuft halt ab und zu dann genauso, wie man es nicht haben möchte, denn ja, einer prescht vor, man kriegt den nicht mehr eingeholt, weil der viel zu viel geile Plätze hat. Es wird immer das gewürfelt, wo der seine Dinger da hat und er kriegt einfach Ressourcen en masse und man,
man guckt einfach nur zu, weil man ist dann dran, man würfelt und es passiert wieder nichts und dann würfelt der Nächste und es passiert wieder nichts und dann wartet man eigentlich nur darauf, dass man mal wieder würfeln kann. Das kann leider passieren und ja, das hat Catan nun mal, zumindest die Vanilla-Variante und dieses Energien, das ist halt quasi die Vanilla-Variante mit diesem kleinen Mini-Add-on, was diese Kraftwerke und diese diesen Katastrophen angeht. Ich bin schon fast kurz davor, dann auch mal jetzt Catan mit ganz vielen Add-ons zu spielen, um einfach mal zu gucken, ob sich das dann ändert. Ich kenne ganz viele, die auf Catan schwören, die aber tatsächlich dann auch mit möglichst vielen Erweiterungen spielen. Ja, ich will gar nicht zu viel zu Catan sagen, weil Catan kennt man halt oder kennt ihr wahrscheinlich in- und auswendig und tausendmal besser als ich, aber ich wollte euch einmal berichten, dass ich das gespielt habe mehrfach und ja, ich habe ja auch ein Video dazu gemacht und ja, also ist halt Catan. Und zum Ende kommen wir nochmal zu einem extremen Highlight. Ich muss sagen, das ist wirklich auch eines der besten Spiele, die ich jetzt in den letzten Wochen gespielt habe. Ich habe in den letzten Wochen so viel Terrorscape gespielt, weil ich so begeistert war. Aber jetzt muss ich sagen, ein Spiel hat jetzt quasi den Terrorscape-Hype bei mir abgelöst. Ich muss sagen, ich bin ein absoluter Fan von Die Blumenstraße. Ich habe es ja auch hier liegen. Ich habe hier gerade auch ein Video abgedreht, Regelerklärung und ein Fazit. Und grandios, muss ich sagen. Also, ich verstehe zwar nicht, warum man das Blumenstraße nennt, weil es im Original Windmill Valley heißt und es einfach viel geiler klingt als Blumenstraße, Die Blumenstraße. Also, sorry, wenn ich in den Laden gehe und ich sehe Die Blumenstraße, dann kaufe ich das doch nicht. Also, was soll das? Das kauft doch keiner. Check ich nicht. Also gut, steht wahrscheinlich nicht im Laden, weil es ein Kennerspiel ist, aber also nee, warum? Warum? Check ich nicht. Aber das Spiel ist Sahne, muss ich sagen. Also wirklich richtig gut. In Die Blumenstraße versuchen wir auf so einem Mühlenrad, ich habe das hier auch alles noch liegen, deswegen kann ich das zeigen, so einem Mühlenrad versuchen wir so Verbesserungen reinzumachen, wir versuchen immer Aktionen zu machen. Immer oben sind so Aktionen. Das ist relativ einfach und das Coole an dem Spiel ist, wir haben so Kettenaktionen. Also es gibt quasi, ich mache eine Aktion, das löst dann wieder eine Aktion aus und das löst wieder eine Aktion aus und das löst wieder eine Aktion aus und das macht unglaublich viel Spaß. Es ist unglaublich belohnend, es ist unglaublich cool, sich da so eine Engine aufzubauen. Es macht unglaublich viel Spaß, kann ich nur einfach nur sagen. Es ist wirklich eines der besten Spiele, die ich jetzt in den letzten Wochen gespielt habe. Man kann das Spiel auch noch so ein bisschen von der Pace steuern. Es gibt so einen Mechanismus, dass man immer, ja, man kann Geld ausgeben, um die Fließgeschwindigkeit vom Wasser zu erhöhen, die quasi diese Mühlen antreibt. Und wenn die Mühlen sich quasi schneller drehen, dann wird das Spiel kürzer. Das heißt, ja, bei einem langsamen Spiel kann man alles ausmaxen, man pflanzt alle Blumen auf seinen Feldern, man hat alle Verbesserungen auf seinen Mühlenrädern, macht unendlich viele Punkte und dann kommt es halt auf die Nuancen drauf an, wer dann irgendwie das am besten gemacht hat. Oder man macht das Spiel halt extrem schnell und dann kommt es halt darauf an, dass man punktuell wirklich die richtigen Sachen gemacht hat und die richtigen, ja, Punkte sich ausgesucht hat und das gemaxt hat. Es gibt halt Punkte für die Blumen, die man am Ende gepflanzt hat. Man kann auch so Mühlen setzen aufs Board. Das Board ist halt so krass überdimensioniert, dieses Mühlenboard. Check ich nicht ganz, aber ja, es hat halt so ein paar Designentscheidungen, wo ich sage so, boah, das hätte man vielleicht auch anders machen können. Aber ansonsten, ja, also grandios, ich finde es grandios. Ich würde gerne sofort jetzt hier nach dem Videodreh einfach direkt eine Partie spielen. Leider ist hier niemand, mit dem ich spielen kann. Und solo spiele ich nicht. Deswegen schneide ich lieber. Aber ja, ich bin gehypt und ich freue mich extremst auf die nächste Partie. Das müsst ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen, das Game. Richtig, richtig cool. Das war's mit dem Gespielt für heute. Ich hoffe, es ist das ein oder andere Spiel, was ja für euch interessant ist, war dabei. Bei mir war es ja so ein bisschen durchwachsen in dieser Folge. Ein extremes Highlight und ein extremes Lowlight für mich. Ja, ich bin gespannt, wie ihr die Spiele fandet. Schreibt doch gerne mal einen Comment. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr jetzt noch ein weiteres Video hier auf meinem Kanal guckt. Schaut einfach mal ein bisschen, stöbert einfach ein bisschen. Ich habe sehr viele Brettspielvideos. Oder ihr nehmt einfach eine von diesen beiden Vorschlägen hier, die hier links eingeblendet werden. Klickt einfach drauf, lasst euch berieseln. Und ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich ciao, ciao.